20. Juli 2018. Guten Morgen an euch alle. Ich habe mich jetzt schon auf den Weg gemacht, hier am Ortsausgang von Zetron starte ich jetzt meine erste Fahrradtour dem Schweizer Rhein entlang. Erst geht es ein Stückchen den Vorderrhein entlang und dann den kompletten Rhein. Ich wollte noch mal kurz gestern noch mal was zu der Tour zur Quelle sagen, zu der Rheinquelle. Und zwar blende ich euch jetzt noch mal kurz die Karte an. Also es ist wirklich nicht mehr weitergegangen für mich. Ich wollte da so ein kleiner Rundkurs laufen und da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass die Schneeplatte im Weg ist und dann auch noch ein bisschen Eisregen. Da ging es dann wirklich nicht mehr weiter. Wie gesagt, ich zeige es euch hier nochmal auf der Karte. Wenn ich ein bisschen früher dran gewesen wäre, hätte es vielleicht geklappt. So hätte es auch von der Zeit noch gut geklappt, aber bei dem Wetter ging es halt nicht mehr. Ich bin dann im Vorderrhein alles entlang gewandert. Das waren auch einige Kilometer hier bis nach Zetron. Da habe ich jetzt wenigstens den kompletten Rhein, von der Quelle kann man auch sagen, bis dann an den Bodensee, Basel und so weiter. Ja, so wie der Rhein halt fließt in der Schweiz. Und das waren gestern auch, glaube ich, dann in Höhenunterschied von fast 1000 Meter. Ach ja, Zetron liegt so bei 1400 Meter. Die Quelle war so bei 2,4. Und mein heutiges Tagesziel ist dann bei 460, glaube ich, so rum, ja. Es sind auch wieder einige Höhenmeter. Es geht aber immer weiter bergab. Und jetzt mache ich mich auf den Weg, immer dem Rhein entlang, bei meiner Tour 2018. So, nächster Ort nach Zetron ist jetzt gleich die Sendis und für mich geht es jetzt hier durch diesen Tunnel durch. Sendis-Muster erreicht und hier kommen wir jetzt, glaube ich, dann auch langsam weg von der Bundesstraße und fahren dann am Radweg am Vorderrhein entlang. Bin ich hier oben schon von die Sendis runtergefahren den Berg und hier unten sind wir jetzt schon direkt am Vorderrhein. So, jetzt geht es wieder weiter hier direkt am Vorderrhein entlang. In die Sendis war ich jetzt noch mal im Supermarkt oben gewesen, habe mir ein bisschen Proviant eingekauft. Ich habe gesehen, da hat schon einer auf. Bin ja schon um 7 Uhr heute Morgen gestartet. Geht wieder über den Vorderrhein drüber und weiter geht's. Bei diesem Berg. Das war so ein bisschen eine Schotterpiste. Aber jetzt habe ich hier, wie es aussieht, wieder ein schöner asphaltierter Weg bzw. Straße. So, hier bin ich wieder schön am Vorderrhein. Da kann ich euch jetzt gleich nochmal sagen, der Vorderrhein, der ist ca. 75 Kilometer lang. Und bei Reichenau wird er mit dem Hinterrhein zusammen zum normalen Rhein.
so rein. So, Kur 56 Kilometer, Ilianz 21 Kilometer. Auf den Ort Trunn. Bei Travanasa, oder wie es heißt. Wieder schön auf dem Rheinradweg. Da vorne habe ich mich dann mal kurz verfahren, bin dann wieder auf der Bundesstraße gelandet, aber es ging eigentlich, da kommt man auch gut vorwärts und es ist eigentlich gar nicht so viel Verkehr, das war auch gut zu fahren eigentlich. Neben mir ist dann auch schön die Eisenbahnstrecke zu sehen und der nächstgrößere Ort ist dann Ilianz. Kurz angehalten, habe jetzt mal endlich meine Jacke ausgezogen, habe dann noch mal kurz einen Apfel gegessen und jetzt bin ich wieder weiter on Tour. Mittlerweile ist der Vorderrhein schön zum reißender Strom geworden. Optimal zum Kajakfahren. Einige habe ich auch schon gesehen. Aber wir fahren heute Fahrrad, kein Kajak. Ein kleines Etappenziel für heute geschafft. Ilianz ist erreicht. Und da oben auf dem Baum, da weht die Schweizer Fahne. Ah, jetzt sieht der Radweg hier schön aus. So Leute, Ilianz haben wir auch verlassen. Jetzt geht es hier weiter, schön auf dem Radweg. Ach so, zu Ilianz fällt mir noch eine Geschichte ein. Da sind gestern jede Menge Leute bei mir eingestiegen in den Zug. Die haben auch jede Menge Gepäck dabei gehabt, in Mülltonnen alles verfrachtet. Die haben mir dann gesagt, hier in der Gegend ist übers Wochenende ein Rockfestival oder so. Ich habe jetzt hier auch noch einige gesehen. Da muss gut was los sein. Geht es hier wunderschön den Berg hoch und ganz da unten in der Schlucht fließt wieder der Vorderrhein. Die Steigung ist noch angenehm, noch gut zu fahren,
auch mit dem Gewicht, wo ich dabei habe. Und Wallendass haben wir auch erreicht. Ich bin gerade eben am Schild vorbeigefahren, da stand drauf, Kur noch 26 Kilometer. Und da vorne geht es durch den Tunnel. Ja, kurzer Tunnel. Und es geht immer noch schön bergauf, den Pass hoch. Bei der Abfahrt bin ich jetzt hier an einer roten Ampel angekommen. Da vorne ist eine Baustelle. Da darf nur eine Seite fahren. Grün, wir fahren weiter. Da oben war die Baustelle. Und da bin ich hier die Serpentinen runtergefahren. Und das ist schon eine rasante Abfahrt. Und die geht jetzt gleich weiter. Ganz da unten ist der Vorderrhein zu sehen. Und hier sind wir hochgefahren. Wahnsinn hier. Das ist mein Fahrrad. Und hier geht's weiter. Immer weiter den Pass entlang. Jetzt bin ich am Pass unten. Es waren jetzt doch noch mal gute 300 Höhenmeter, wo es rauf gegangen ist. Zwischendrin ist es mal wieder bergab gegangen und dann ist es wieder rauf bis auf 1000 Meter hochgegangen. Und jetzt bin ich ja hier unten in Reichenau. So, in Reichenau jetzt angekommen. Hier seht ihr den Vorderrhein noch mal. Fließt jetzt hier unter der Brücke durch. Gehe ich mal schnell auf die andere Seite. Also hier unter der Brücke durch kommt der Vorderrhein. Da ist auch ein schöner Strudel in der Mitte. Da vorne kommt dann der Hinterrhein. Und da geht es weiter dann mit unserem Rhein, der sich dann auch hier Alpenrhein nennt.
entlang, der da 86 Kilometer ist, bis er in den Bodensee fließt. Okay, bis zum Bodensee mache ich heute nicht ganz, sondern vorher schon Rast, und zwar in Buchs. Und die Radtour geht jetzt weiter. Nach einer kurzen Anstrengung bergauf hier geht es jetzt bergab. Wir rollen schnurstracks auf Kur zu. Hier in Felsberg. Da geht es jetzt gleich die Brücke rüber nach Chur. Und wie ihr wahrscheinlich hört, seit meinem Rast ist es schon ein bisschen windiger geworden. Vor uns liegt Chur. Angekommen und hier geht es jetzt hinten rum am Bahnhof. Ja, hier in Chur am Bahnhof, wo ich jetzt hier bin, war ich gestern gerade hier und habe meinen Anschlusszug verpasst. Da habe ich gewartet dann auf den nächsten. Hinter mir seht ihr nochmal Chur, was ich jetzt verlassen habe. Nächstgrößerer Ort ist dann Langquart. Es hat jetzt wieder mal angefangen zu regnen. Ich habe jetzt alles mal wasserfest gemacht, Regenjacke angezogen, Satteltaschen abgedeckt. Ja, es geht eigentlich wieder so ein bisschen los wie gestern. Ich hoffe, nicht ganz so schlimm. Aber das Gute an der Sache ist ja, ich habe schon 80 Kilometer gepackt. Da ist es ja nicht mehr ganz so weit. Jetzt kurz hier untergestellt unter der Eisenbahnbrücke. Man hört jetzt das Rauschen vom Rhein. Ich werde jetzt aber mal langsam wieder ein bisschen weitermachen. Müssen halt ein bisschen Kauf nehmen, dass man nass wird. So, links neben mir ist der Rhein und hier fahre ich auf dem Weg schön unter den Bäumen durch. Da wird man nicht ganz so nass. Wirklich schon eine ganze Weile hier auf diesem Weg zwischen Rhein und Bundesstraße daneben. Ist nicht so schlimm, die Autos hört man nicht ganz so arg. Wichtig ist, dass wir hier unter den Bäumen fahren und werden so gut wie gar nicht nass, obwohl es regnet. Da können wir schön weiterkommen. So kann es weitergehen. Ja,
An dieser Brücke geht es jetzt für mich über den Rhein drüber. Da vorne liegt Big Bad Ragaz, so heißt es, glaube ich, ja. Und dann habe ich noch gelesen, nach Sagans sind es 8 Kilometer. Ich habe mal kurz auf der Karte nachgeguckt. Nach Sagans sind es zwar 8 Kilometer, aber da komme ich gar nicht dran vorbei. Da führt mein Weg nicht hin. Hier bei Bad Ragaz fließt der Rhein schon etwas ruhiger. So ähnlich wie es wir bei uns in Deutschland gewohnt sind. Jetzt haben wir hier einen schönen asphaltierten Radweg. Und was ich noch sagen muss, ich bin eben wieder an Schilder vorbeigekommen. Von Anfang an ist der Rheinradweg hier auch sehr schön ausgeschildert in der Schweiz. Immer mit dem gleichen Symbol, ist man auch nicht überall so gewohnt. Ist wirklich gut zu fahren. Der Alpenrhein, Mensch und Natur im Rheintal. Und es fängt wieder an zu regnen. Klasse, hier auf dem Rheindamm zu fahren. Der Rhein ist jetzt auch schon ein bisschen größer geworden. So kann es von mir aus immer weitergehen. Es wäre wunderbar. So, hier an der Brücke, da sieht man die Fahnen. Schweiz, das andere ist, glaube ich, Liechtenstein. Hier bildet nämlich der Rhein die Grenze zwischen der Schweiz und Liechtenstein. Liechtenstein, eines der kleinsten Länder in Europa. Hier drüben hinter den Bäumen liegt dann auch noch der Ort Wartau. Jetzt ist nämlich seit längerer Zeit auch schon kein Ort gekommen. Wir bleiben aber hier unten am Rhein. In Liechtenstein. Es liegt da drüben und da will ich jetzt mal rüberfahren, denn ich war in Liechtenstein. Da geht eine schöne Holzbrücke drüber. Die werde ich jetzt lieber nehmen. Ich glaube, es ist besser wie die Brücke da oben. Ein Liechtenstein-Fahrrad, auch direkt am Rhein entlang, und der Radweg ist auch genauso schön wie in der Schweiz. Ich fahre jetzt hier immer noch am Rhein entlang bei Vaduz. Da vorne kommt jetzt eine Brücke, da fahre ich wieder auf die Schweizer Seite und dann bin ich auch schon in Bux. Da werde ich dann die heutige Etappe beenden, weil in Bux, da habe ich meine Übernachtung gebucht für heute. An dieser Brücke mache ich jetzt wieder rüber auf die Schweizer Seite. Da muss ich ein kleines Stückchen wieder zurück und dann geht es hoch nach Bux, wo ich die Übernachtung gebucht habe. Jetzt fängt es auch langsam an zu gewittern, also ich freue mich ein bisschen. So, jetzt bin ich hier am Ortseingang von Bux. Jetzt möchte ich mich für heute bei euch verabschieden von der Etappe. Insgesamt habe ich 4 geplant. Ich fahre jetzt hier noch ein Stückchen weiter zu meiner Übernachtung.
Da geht es morgen auch direkt weiter auf die nächste Etappe. Und heute, ich glaube, das war eine sehr schöne Radtour am Rhein entlang und auch mit super Aussichten. Es waren ungefähr heute 118 Kilometer. Ich denke, das reicht jetzt für heute und jetzt brauche ich noch was Gutes zu essen. Ciao, bis morgen.